Das nennt man Eis. So fühlt sich Winter in Amerika an. Unsere Namen sind auf der Liste! Ja, hallo, hier ist Carrie. Wen abholen? Ich soll Ihnen doch nur Jobs besorgen. Seid ihr die Jungs aus Somalia? Senegal? Sudan. Euer Gepäck ist schon rausgekommen? Toll. Wo ist dein Ehemann? Ich bin nicht verheiratet. Ich sorge für mich selbst. Deine Überlebenskünste sind beeindruckend. Danke. Ich rufe euch morgen früh an, dann beginnen wir mit der Jobsuche. Ich brauche deine Hilfe. Gibt es irgendwelche gefährlichen Tiere in der Gegend? Zum Beispiel Löwen. Nein, keine Löwen. Ihr seid hier ganz sicher. Was ist mit ihnen passiert? Ich weiß nicht genau. Sie wirken ziemlich traumatisiert. Ich hatte 34 Brüder und Schwestern. Und nur einer hat überlebt. Sie muss hier bei uns sein. Sie haben keinen Termin. Wen muss ich denn hier flachlegen, um den Leiter der Einwanderungsbehörde zu sprechen? Mich. Danke, Liebling. Das wird ein Problem. Alle Flüge vom Kakuma-Flüchtlingslager wurden eingestellt. Seit 9/11 ist das Programm total auf Eis gelegt. Sie ist ein Kriegsflüchtling. Und du traust dir das ganz sicher zu? Definitiv. Du sollst Entscheidungen treffen, die keiner allein treffen kann. Ich glaube, sie schaffen es nicht, wenn sie nicht zusammen sind. Ich bete für dich, Yardi. Yardi? Unser Name für dich. Er bedeutet große weiße Kuh. Tja, ich habe schon fiesere Dinge über mich gehört. Es gibt einen Grund, warum du keinen Mann hast. Okay, danke für den Hinweis.